Wir sind das Kreativstudio Atelier E und für das Futurium haben wir die Arbeit Multipolar kreiert. Multipolar besteht aus zwei kinetischen Figuren und deren Erscheinung in Bewegung und Struktur ist sehr stark von Molekülen inspiriert und zitiert auch diese Molekularstruktur. Das heißt, es besteht aus einzelnen Körpern, aus diesen kristallartigen runden Kugeln, die zusammen eine Form ergeben. Und diese Form ist wie so ein Molekül, wie so ein Robotermolekül, konstant in Bewegung und versucht sozusagen einfach immer andere Konstellationen zu finden. Es versucht sich eigentlich unermüdlich zu verändern. Was für uns schon sehr spannend am Anfang war, war eben, wie Rohstoffe eben in diesen verschiedenen Zuständen verwendet werden. Und so sind wir eben auf die Suche, auf die Recherche gegangen und sind sukzessive, haben wir uns diesem Thema der Flüssigkristallen genähert. Einfach durch ihre Programmierbarkeit und gleichzeitig die Prinzipien, die da drin stecken, fanden wir ganz spannend und sind dann am Ende eben in diesen Hybrid gekommen, also aus Flüssigkristallen eine kinetische Installation zu entwickeln. Für uns waren die Flüssigkristalle sehr früh in der Recherche, weil sie zum einen auch natürlich visuell sehr ansprechend sind. Sie durchlaufen verschiedene Farbspektren, wenn man sie zum Beispiel erhitzt oder beleuchtet. Und natürlich sitzen sehr viele von uns tagtäglich vor diesen Flüssigkristallen, nämlich vor einem LCD-Display. Diese Flüssigkristalle sind sozusagen diese Diamanten, die die Farbe in diese Displays bringen. Und parallel ist es eben spannend, dass die Flüssigkristalle programmierbar sind durch äußere Einwirkungen und wirklich eine Umformung, eine räumliche Umformung wahrnehmen im ganz Kleinen und dadurch ein informelles Medium werden. Auf eine gewisse Art und Weise ist unser Exponat eine sehr große Lupe auf ein Prinzip und eine Eigenschaft, die eigentlich sehr klein ist. Also wir machen wirklich eine Großaufnahme von Molekülstrukturen und in ihren Bewegungen und in ihrer Zusammensetzung. Also wir zeigen sozusagen im Großen das ganz Kleine, beziehungsweise noch genauer gesagt, wir zeigen die Prinzipien, die im ganz Kleinen sind, und zwar die in der Bewegung selbst stecken. Und das wollten wir sozusagen an die Oberfläche bringen. Wir befinden uns gerade an einem Schwellenpunkt in der Zeit, in der wir wirklich ernsthaft uns darüber Gedanken machen, dass gewisse Prozesse endlich sind und wir schauen müssen, was das bedeutet überhaupt erstmal. Und in gewisser Weise kann man sagen, dass diese Skulptur im Raum diese Diskussion eröffnet.